Die Folge wird präsentiert von Chimpy. Das sind die kleinen grünen Powerbanks mit dem Äffli drauf, wo man an jedem Car-Kiosk, AWEG, Press & Books kann auslehnen für eine Gebühr von 4 Franken. Und Depot, das Depot von 400'000 Franken. Das Depot ist 15. Ah, ja. Das war früher noch mehr gewesen. Aber mittlerweile ist es 15. Und wenn man es innerhalb von einer Woche zurückbringt, kriegt man das ganze Depot zurück. Genau. Ah, darum habe ich noch so viele Teile daheim, weil ich die immer vergessen habe nach einer Woche. Auf das spekulieren zu haben. Weil ich es immer vergessen habe, die nach einer Woche zurückzubringen. Darum habe ich, glaube ich, noch 4 von diesen Dingen daheim. Gut, jetzt kannst du sie immer noch zurückbringen, dann kriegst du auch kein Depot mehr zurück. Ja, eben. Scheissdreck. Es ist quasi einfach nur noch Elektro. Aber, was du natürlich auch machen kannst, Gabriel, du kannst sie nebeneinander anders zurückbringen, als wo du sie ausgelehnt hast. Das ist noch praktisch. Also aber kommt immer noch kein Geld über. Nein, du hast jetzt halt wirklich zu lange gewartet. Aber wenn du willst, kannst du auch mitmachen. Ich glaube, du bist jetzt hier nicht außer Konkurrenz sozusagen. Nämlich verlosen wir 3 Premium-Accounts an unsere Hörerinnen und Hörer. Von Chimpy? Ja. Chimpy hat das Abo-Modell. Richtig. Und zwar mit der App kannst du dann einfach kostenlos auslehnen. Das Einzige, was du machen musst, ist das Depot, aber das verfällt nicht nach einer Woche. Also ey, immer das Depot. Das ist ja Mist. Ja. Also bis Ende Jahr hat man so einen Account, wenn man das bis dann nutzt, ist das etwa 140 Franken wert. Tipptopp. Also wenn man das machen will, dann eine Mail schreiben an premium at heychimpy, heychimpy.com mit dem Betreff Feel Good. Feel Good? Ja. Geil. Schön. Ist das dein erstes Sponsoring-Ding gewesen, oder hast du das schon mal gemacht? Chimpy haben wir schon mal gehabt und werden sie noch mal haben. Ja. Also, jetzt wird verlost. Darum eben Mail schreiben an... Die ganze Technik da ist übrigens nur mit einem einzigen Chimpy-Akku wird das betrieben. So lange hebt der. Und weißt du, was gut ist an denen? Die sind mittlerweile solarbetrieben. Also... Umweltfreundlich. Zahlt jetzt nicht mal für den Strom, die Huren sein. Siehst du noch? Siehst du, das ist die Privatisierung vom Sonnenlicht. Da fängt es schon an. Und wir sind mit drin. Joel, du und ich. So ist es. Also, wenn du wollt. Chimpy, ein Nestle für Strom. Gabriel. Entschuldigung. Premium at heychimpy.com mit dem Betreff viel gut für ein Premium-Account im Wert von etwa 140 Franken. Das geil, da mache ich aber mit. Siehst du? Ja. Also. Und jetzt füllen wir mal an. Bam. Welcome, Gabriel Fischer. Hallo Joel, Sally. Es freut mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, ich freue mich auch sehr. Weil einerseits ist es schwierig, einen Termin zu finden und andererseits haben wir schon mal einen gehabt, wo ich dann kurzfristig absagen musste, mit gesundheitlichen Beschwerden, wo sich wiederholt haben. Ah, schön, wo jetzt gerade wieder sind. Gerade jetzt wieder, ja. Du, ich weiß gar nicht mehr, wann ich an dem Tag da gemacht habe. Ich bin irgendwie in Zürich und habe sehr viel Zeit gehabt. Ah, ich bin das T-Shirt gekauft. Stimmt. Ich habe unbedingt T-Shirt müssen kaufen. Das ist jetzt eine mega interessante Geschichte. Mhm. Ich bin in Zürich und dann bin ich so rumgelaufen. Komm, ich jetzt noch ans Mikrofon. Entschuldigung, und dann habe ich realisiert, ich bin jetzt so ein mittelalterlicher Mann, der aufgeheißt von seiner Partnerin, mal T-Shirts kaufen. Weil sie gesagt hat, ich muss neue T-Shirts kaufen. Weil alle meine T-Shirts haben vorne unten so ein Loch. Ja. Yeah. Und ich habe immer gemeint, das sei wegen irgendwelchen Motto oder so, aber es ist einfach wegen dem Gürtel. Also wenn er vorne im T-Shirt immer am gleichen Ort ein Loch hat, es ist wegen dem Gürtel, nicht wegen dem Motto. Wegen dem Gürtel? Weil du es immer aufriebst? Ja, also entweder wenn du es in die Hose nie tust, riebst du es irgendwie auf oder... Ich weiß auch nicht. Scheint sagt das etwas, wo man kennt. Aber du hast mir so auf Befehl T-Shirts gekauft. Sie hat einfach gesagt, los mal, du kannst nicht. Nein, ich bin halt in Zürich und habe irgendwie irgendwelche Meetings gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben irgendwie telefoniert. Dann habe ich gefunden, ich habe jetzt irgendwie Zeit. Dann habe ich gesagt, ist gut, jetzt kannst du gar T-Shirts posten. Nein, das ist ein gutes Klischee. Es ist aber auch ein schönes T-Shirt, muss ich sagen. Schön. Ja. Es gefällt mir sehr. Ja, es hat auch Milchflecken drauf von heute Morgen von meinem Sohn. Aber ja, nur. Ich habe dir noch ein Geschenk mitgebracht. Ich denke mir gerade nicht irgendwo an ohne ein Geschenk. Ein Buch. Wirklich jetzt? Hast du mal Niklas Meyerberg gelesen? Nein. Ah. Sehr gut. Ich finde immer, man kann als Comedian nicht zu wenig lesen. Das ist so. Meyerberg ist sehr, sehr lustig. Der Reportagen aus der Schweiz. Ein Journalist war in den 70er, 80er und Anfang 90er Jahren. Und hat die beste und lustigste Reportage geschrieben. Und das ist ein Sammelband mit Reportagen aus der Schweiz. Einfach sehr, sehr lustig.
Hey, vielen, vielen Dank. Du bist der erste Mensch, wo dir ein Geschenk mitbringt, wo dir ein Buch gibt. Überhaupt im Podcast ein Geschenk mitbringt. Mhm. Es ist irgendwie aus einem Brocki, also es ist nicht neu, aber... Nein, das habe ich jetzt fast gedacht. Ja. Habe ich jetzt leicht erkannt an der... Vielleicht kannst du es sogar irgendwie auf Seite. Ebay für mega viel Geld verkaufen, weil es irgendwie so eine spezielle... Es hat kein Widmig drin oder so, oder einen Preis. Nein, gut. Aber du hast es aus einer Brocki gekauft, nicht ausgelehnt, ja. Wo man dann wieder nehmen muss zurückbringen, wegen der Depotgebühr. Doch, aber wenn sie innerhalb von einer Woche zurückbringst, kommt das Depot wieder zurück. Hey, danke vielmals. Ja, kein Problem. Das wäre auch noch geil, wenn es so ein Abo-System gibt für Bücher, wo man es einfach könnte irgendwo hingehen, Bücher auslehnen und wieder zurückbringen. Selbst in einer Bibliothek. Hey, Joel, wie geht's da? Hey, abgesehen von der Magen-Darm-Geschichte eigentlich gut. Cool. Eigentlich sehr gut sogar. Und wie geht's dir? Gut, ja. Entspannter Sommer gehabt? Ja, halt Familienferien, das ist so entspannt, wie es halt ist. So nach 2 Wochen Familienferien brauchst du immer einen Monat einfach Arbeitszeit, wo du dich wieder kannst erholen davon. Ja. Ja, ist wirklich so. Nein, es war ein schöner Sommer gewesen. Mhm. Ja. Kein Auftritt, wie auch der ganze Frühling nicht. Außer, glaube ich, einen Auftritt hatte ich gehabt, wo wir zusammen... Kann ich sagen, wir haben einen zusammen gemacht. Ja, genau. Ja. Der eine, ja, genau. Fernsehauftritt. Ja, Fernsehauftritt. Das ist alles, was du gemacht hast? Ja, ich glaube, einmal habe ich noch einen, also auftrittsmässig, aber einmal habe ich noch einen Auftritt gehabt vom Indietiken, von Lapsus, wo, glaube ich, auch der Charlie am Tag vorher war. Das Autokino. Ja, halt von Autos. Ja. Das war überraschend geil gewesen. Also weird, mega weird, weil es einfach wirklich seltsam war, von Autos aufzutreten. Es war aber geil gewesen, weil irgendwie, du hast so gemerkt, es ist das erste Mal wieder gewesen, wo die Leute wieder so ein bisschen zusammengekommen sind. Und der Goodwill war riesig gewesen, auch von den Leuten, die irgendwie mitgeschafft haben. Die Auftritte haben sich sehr gefreut und die Leute in den Autos sind sehr, sind es einfach geil gefunden. Und es war echt leise gewesen. Und hast du sie gehört lachen oder nur, wenn sie gehupt haben? Nein, du hörst nur die Huperei. Weil jetzt mittlerweile habe ich gehört, bei so 2-3 Autokino-Shows, dass die Leute quasi auf ihre Motorhaube sitzen. Dass sie quasi immer noch im Autobereich sind von ihrem eigenen Auto, okay. Aber sie hocken halt vorne an. Okay. Oder sie haben eine Kamera. Wie Bring Your Own Chair. Aber ja, genau, Bring Your Own Car. Ja. Wobei im Deutschen hat es ein paar schöne Shows gegeben, habe ich gesehen, mit so Liegestuhl, wo sie irgendwie so Zweier-Liegestuhl. Ja, die Hazel hat doch irgendwie so eine, ich glaube sogar eine Autokino-Tour gemacht. Und die hat dann auch sehr grosse Crowds gespielt. Und ich glaube, bei ihr ist ja auch noch, ihr Programm heisst ja Tropical, und dann hat sie irgendwie noch gefunden, die Leute sollen ihre Autos so dekorieren. Und dann haben die einen wirklich einfach irgendwelche Beach-Chairs gebracht und haben sie für ihre Autos aufgestellt. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, das ist momentan eh noch spannend, weil gewisse Sachen, habe ich das Gefühl, werden in irgendeiner Art und Weise sogar überleben. Mhm. Also vielleicht eben so Autokino-Shows, wenn die richtig gemacht sind, dann kannst du die auch in den nächsten Jahren machen, weil es auf ein anderes Open-Air-Feeling ist. Ja. Wir sind da, genau, in der Ferien sind wir sogar mal ins Autokino und Film schauen. Ah, was sind wir geschaut? La Dolce Vita. Oh, schön. 3 Stunden lang. Haben wir diesem VW ein bisschen und Kinder hinten in den Pant. Es hat einfach geschifft wie die Sau. Es ist so in den Bergen oben gewesen, es ist einfach so ein Berggewitter und du hast so gefunden, okay, morgen kommen wir im Blick so vom Berg mitgerissen, alle gestorben. aber wir haben überlebt und das, was wir gesehen haben vom Film, weil einerseits halt immer der Ding gelaufen ist und die Scheiben halt die ganze Zeit angelaufen waren, weil es draußen so kalt war. Aber es war geil gewesen. Ich finde Autokino an sich etwas mega geil. Ich bin sonst noch nie im Autokino gewesen. In Prattler gibt es doch immer einen Jacuzzi. Genau, das Kollege, der Jacuzzi. Ja, genau. Das ist super. Da bin ich mal... was bin ich denn mal? Schokolade. Ah, ja. Und das ist eben noch lustig, weil es braucht ja für einen Film braucht es nicht Reaktionen vom Publikum, damit der Film besser wird. Im Gegensatz zu performenden Künstlern. Ja. Aber du kannst natürlich mit der Lichthupe kannst du dich trotzdem bemerkbar machen. Es geheißen, bei einer Szene, die euch gefällt oder so, können die Lichthupe betätigen. Und irgendwann dann Juliette Binoche und der Johnny Depp sich endlich küssen. Und dann ist auf der Feuerweg von Lichthupe. Auf die ganze Zeit flacker. Ja. Und dann habe ich meinem Vater geschenkt Die Hard, der erste. Bist du mit ihm geschaut? Ja. Mit seinem Auto, wo du auch schon gesehen hast. Ja, sein Mustang. Genau. Ach, geil. Also Die Hard, der erste ist dort, wo sie ihn rausschmeißen mit dem Schild. Ist das? Nein, das ist der dritte. Ah, okay. Nein, Die Hard, der erste ist die Weihnachtsfeier im Hochhaus.
Und er tut dann durch jeden Liftschacht rumkraxeln. Ja, genau. Und alle verballern. Mhm. Und mein Lieblingssatz ist, wo der Deutsche, der Hans, oder wie er immer heisst, schreit, schießt dem Fenster. Das ist richtig geil. Schießt dem Fenster! Schießt dem Fenster! Es gibt sowieso so ganz seriöse Kriegsfilme, amerikanische, wo einfach nie irgendjemand sich um die deutsche korrekte Aussprache gekümmert hat. Dann siehst du auf irgendeine Truppe marschieren und auf einmal schreit ein, das kam von oben! Aber sie laufen einfach. Ja, Autokino ist noch recht geil. Was ich eigentlich wollte sagen, ich finde es so schön, dass du da bist. Einerseits, weil wir einen Termin gefunden haben und andererseits, weil, ganz, ganz wichtig, der Podcast ist einer der Hauptgründe, warum macht bist du. Wirklich? Ja. Geil. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber wir haben mal zusammen einen Auftritt gehabt, vor sicher 5 Jahren, 6 Jahren. Im Museum. Museum der Kulturen. Das ist noch nicht so lange her, das ist etwa 3 Jahre. Nein. Das ist im Sommer gewesen. Das ist im 15. Etwa 3 Jahre. Oder so. Nein. Oder im 16. Nein, 17. Was? Meinst du? 76, ich weiß auch nicht. Ja, also, auf jeden Fall, dort im Museum, im Hof vom Museum der Kulturen. Genau, und wir haben irgendwie schon am 3 Uhr Nachmittag müssen dort sein. Und sind wir dort oben gesessen und haben geschnarrt. Und dann haben wir irgendwie 3 Stunden geschwätzt über Gott und die Welt. Ja, genau. Und haben gesagt, das war jetzt ein perfekter Podcast gewesen. Ja, stimmt. Wie wir dort, wenn wir hier jetzt hätten können aufnehmen. Ja. Und dort habe ich dir schon gesagt, dass ich irgendwann einen will machen. Ja, sehr gut. Wie viel hast du jetzt schon, wie viele Ausgaben? 26, 27, 28? Es ist Nummer 27. Nummer 27 okay. Plus noch ein Solo-Special, wo ich mal keinen Gast angekriegt habe, okay. Weil ich meinen Bauch operiert habe. Okay, ja. Du merkst, bei mir ist immer alles mit dem... Ja, mit dem Bauch irgendwie. Der beschäftigt dich. Das war ja sonst langweilig. Ja, ich finde das ein recht lustiger Gedanke. Ich glaube, es ist aber ein mega typisch männlicher Gedanke, dass man so... Früher hat es immer gesagt, Männer reden zu wenig miteinander. Mhm. Oder Männer reden nie miteinander. Und jetzt plötzlich hat jeder Dude einen Podcast, wo er mit einem anderen Dude redet. Und es ist wirklich plötzlich einfach so... Es ist so zu dem Wertstoff geworden, eine Konversation. Aber nur an Männern hat es in den Sinn gekommen, dass man findet, hey, das war jetzt so schlau gewesen, was wir geredet haben. Komm, wir machen das Schläufchen drum und verkaufen es. Voll geil. Das ist eigentlich mega geil. Das stimmt. Aber es stimmt, ja. Wenn es so funktioniert, ist doch gut. Ja, also im Deutschen sind ja ein paar von den erfolgreichsten Frauen-Podcasts. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, ich höre gar nicht, noch nicht so lange exzessiv Podcasts. Ich habe jetzt wirklich erst während dem Lockdown wirklich angefangen, regelmäßig verschiedene Podcasts zu hören. Gut, da hat mir auch Zeit gehabt. Ja, du schon. Ich hatte mit 2 Kindern, die heißt einfach so... Hast du mir irgendwie so Homeschooling machen? Ja, so halb. Also mein Sohn, also das ältere Kind, der ist halt im Kinski. Ja. Und dort hast du nicht wirklich, also ich bin sehr froh gewesen, dass die noch nicht in der Schule sind. Mhm. Aber dort hast du auch vom Kinski dann irgendwelche Sachen mitbekommen und so. Und auch wenn sie nicht schulische Sachen machen oder so, so etwas wie eine Struktur jeden Tag ist mega wichtig gewesen. Ja. So. Du dir auch. Ja. Ja. Oh ja. Ja. Ja, also genug zu tun gehabt. Ja, also das heisst, eben, sie sind doch das mehr daheim gesehen als sonst. Ja, genau, und meine Kinder sind auch? Sehr viel, also er ist halt im Kinski oder in der Kita, weil meine Partner und ich haben beide sehr viel gearbeitet und das ist halt alles weggehalten und dann sind wir halt viel in Wald oder haben, also Garten haben wir nicht, aber irgendwo so in Hinterhof oder so. Ja. Okay, das heisst, du hast gar nicht so viel mehr Zeit gehabt? Nein, wirklich nicht. Also ich habe dann auch immer gedacht, geil, jetzt hat man irgendwie Zeit, um irgendwelche Projekte endlich mal anzugehen. Sei das tatsächlich kreativer Natur, wo du irgendwie findest, ein neues Programm anfangen zu schreiben oder was auch immer. Weil das wirklich auch eine Zeit gewesen wäre, wo ich eigentlich hätte müssen oder sollen anfangen, vielleicht ein neues Programm zu schreiben. Mhm. Weil ich von der Auftritt her habe ich eben recht Glück gehabt, Lockdown-mässig, weil die Derniere von meinem Programm war gerade Ende Februar gewesen, in Winterthur. Mhm. Also quasi eine Woche vor oder 2 Wochen vor Lockdown. Yeah. Und dann haben wir ja noch eine Serie gedreht für das SRF mit der Lara, wo wir 2 Hauptrollen spielen. Und dort haben wir mit dem allerletzten Tag vor dem Lockdown ist der letzte Drehtag gewesen. Wirklich? Mhm. Mega glücklich. Also sind die einzige SRF. Oder was? Wir sind Freitag 13. Ja, wirklich, wir sind die einzige SRF-Produktion gewesen, die alles gerade noch reingebracht hat. Das ist Advent genau. Heisst es, gell? Und irgendwann im Advent kommt es dann. Das macht noch Sinn. Es ist eine Weihnachtsserie, darum heisst es so Advent. Ja. Und ihr sind beides Polizisten? Ja. Ja, genau.
Sowieso. SRF-Projekt Güssel. Mhm. Mhm. Bin ich ein großer Fan. Ja, ich auch immer noch. Das ist wirklich eines von den wenigen Sachen, die ich wirklich geil finde. Also ich finde ab und zu eigene Sachen schon okay, aber das ist wirklich etwas, was ich immer noch finde. So, das ist wirklich gut, da habe ich Spass dran. Ja. Und vom Prozess her hast du so gesehen, das SRF hat ausgeschrieben, irgendwie Webserie. Genau. Du hast ein Konzept eingereicht und sie haben gesagt, geil, du hast ein bisschen Geld, mach. Ja, es ist wirklich etwas so gewesen. Es ist irgendwie, die Ausschreibung ist an mir komplett vorbei, weil ich irgendwie bin ich in keinem Verteiler drin und habe nie irgendeine Filmschule gemacht und weiss ich auch nie, wo man das Zeug nachschauen müsste, wenn es irgendeine Ausschreibung gäbe. Und dort hat das SRF das erste Mal Webserien produzieren, die zuerst übers Internet gehen und nachher vielleicht im Sender gezeigt werden. Weil der Hintergrund war, dort hat irgendwie das Radio- und das Fernsehgesetz gerade geändert und bis dort war es immer so, dass wenn das SRF etwas ausstrahlt, muss immer zuerst im Fernsehen sein oder im Radio und dann dürfen sie es ins Internet TV tun. First. Genau, um quasi die privaten Anbieter nicht konkurrieren. Und dann hat sich das irgendwie geändert, dann haben sie gesagt, okay, komm, wir machen mal so ein paar Versuchsballonen und haben wie so eine Ausschreibung gemacht für Webserien. Und da konntest du eingeben, was du willst. Es ist einfach irgendwie maximal 10 Minuten, maximal 10 Folgen, ein festes Budget von maximal 100'000 Stutz für alles zusammen. Und sonst konntest du machen, was du willst. Und dann habe ich das irgendwie, via Twitter, lustigerweise, habe ich das irgendwie gesehen, dass das jemand retweetet hat, die Aufforderung. Das habe ich aber sehr spät gesehen, irgendwie 3 Tage vor Eingabeschluss. Und ich hatte also 2-3 Ideen im Hinterkopf, gehabt, die ich eh schon mal gefunden habe, die man könnte machen. Und dann habe ich so gefunden, ja komm, Güssel, das ist irgendwie so das, da die Abfalldetektive eigentlich, das ist etwas Interessantes. Weil ich habe einerseits als Student und als Schüler lang als Kehrichtmann geschafft, also bei der Abfallabfuhr, hin auf dem Lastwagen drauf. Und habe gewusst, dass in Basel ist glaube ich die erste Stadt in der Schweiz, die sogenannte Abfalldetektive gehabt hat. Wirklich? Mhm. Und Abfalldetektive sind, für die es nicht kennen, so Leute, die illegal abgestellte Abfallsäcke oder illegal weggeworfene Abfall untersuchen und versuchen zuzuweisen, wem der gehört, um die Leute zu büssen. Und das ist einfach so eine schweizerische Institution. Also stell dir vor, jemand geht einfach einen Abfallsack, der eine Stunde zu früh draussen steht, einpacken, schneidet ihn auf, schaut nach Adresse und dann kommst du einen Bus heimüber. Das ist meinem Nachbarn jetzt übrigens passiert. Ja, wir haben es eben probiert. Wir haben unbedingt so einen Bus bekommen. Wir haben so viele Abfallsäcke illegal und zur falschen Zeit rausgestellt, aber wir haben nie einen bekommen. Ja, und dann haben wir so gefunden, das ist doch irgendwie ein gutes Setting für so eine quasi ein Stromberg-eske Schweizer Adaption von so etwas. Yeah. Ja. Dann haben wir das gemacht. So eine Mockumentary. Und es ist immer irgendwie wieder mal ein Gespräch gesehen von einer zweiten Staffel, aber ich glaube nie fix, oder? Zweite Staffel haben wir gemacht. Dritte meine ich. Genau. Dritte Staffel war immer wieder die Frage, ob man eine macht oder nicht. Und dann irgendwann hat es mal geheißen, nein, es gibt keine. Vom SRF aus. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und jetzt ist einer der Hauptdarsteller gestorben. Also der Oli ist vor einem halben Jahr bald. Ja. Ja, leider. Mhm. Der gute Oliver Gutz. Ja. Und jetzt ist das hinfällig, dass man. Ja. Das kann man keine mehr machen. Ja. Aber das ist wirklich etwas, wo wir sehr stolz drauf sind. Und Advent ist von Kollegen Kabi und Natascha. Genau, das ist aus dem. Die spielen einfach mit. Oder hast du auch wieder entwickelt? Nein, das ist wirklich, dort haben wir nichts geschrieben. Das Drehbuch ist alles von der Natascha. Regie hat eigentlich auch Natascha gemacht. Mit Co-Regie, mit dem Kabi. Mhm. Also quasi aus dem Deville-Kuchen aus ist das so ein bisschen entstanden. Ja. Und auch viel Techniker aus dem Deville-Kuchen und also alles sehr sympathische Leute. Das hat recht Spass gemacht. Vor allem mit der Lara. Die Lara kenne ich halt seit wir irgendwie 16 sind. Wir sind ja quasi Dörfer, wo ein Kilometer entfernt ist, wo dann sind wir aufgewachsen. Wirklich? Ja. Und dann ich bin dort irgendwie 18 oder 19 und sie 16, da haben wir zusammen Theater gespielt. Sogar? Ja. Das ist schon sehr lange her. Aber ja, wir kennen das schon wirklich schon lange. Das Geile ist aber, dass die dann nicht gewusst haben beim Casting. Ja? Ja. Also sie haben schon gewusst, dass wir uns kennen und wir sind ja zusammen auf Slam-Bühnen. Und dann haben sie beim Casting so grossartig zusammengespielt. Ja, es ist einfach so, es ist wie so klar gesagt, wir haben halt eine gute Chemistry. Das ist halt, wenn wir uns so lange schon kennen. Ah, krass. Mhm, genau. Und Joni hat mir erzählt, du bist mit ihr im gleichen Kanti gesehen.
Genau, ja, ich bin mit ihr in die Kante und wir haben zusammen die Matura-Zeitung gemacht. Die Connections, die so weit zurückgehen, ja. Ist Wahnsinn. Und ich bin auch mit dem Kasim Illi in die Schule. Kannst du dich erinnern? Wer ist das? Das ist der umstrittene Anführer vom Zentralrat, Islamischen Zentralrat. Ah, ich weiß nicht, dass das so heisst. Ja, der Bart, ja. Der Bart-Islamist aus Schaffhausen, mit dem bin ich auch in die Schule. Okay. Ja. Ist das deine Hall of Fame? Das ist meine Hall of Fame, ja. So ziemlich. Und mit dem U21-Trainer vom SC Freiburg, der sehr bald wahrscheinlich ein mega grosser, guter Trainer wird sein. Oh, wie heißt der? Thomas Stamm. Wie heißt der? Thomas Stamm. Okay. Ja. Ich habe gefunden, er müsste eigentlich der neue FCB-Trainer werden. Und jetzt haben sie aber doch das Fahrzeug genommen. Ah, ja. Ja. Hast du auch so Leute, bist du auch mit irgendwelchen Leuten in der Schule, die man kennt? Oder? Die so ein bisschen dubios sind? Ich hätte jetzt einen Namen gerade noch können sagen, jetzt, wo du sagst, wo ein bisschen dubios sind, könnte es ins falsche Licht gerückt werden. ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Daniel Kahlmann. Und ist Daniel so, Kehlmann, aber das ist ein Wiener Schriftsteller. Nein, sondern der macht so eigentlich Zauberei, aber gleichzeitig irgendwie so also ein bisschen Gedanken lesen. Irgend sowas. So, hast du mal Teil von einem Trio gesehen? Nein. Jetzt aber also in Basel kenne ich zwei, drei so Zauberer, aber ich könnte nie sagen, wie die heißen, weil die alle gleich heißen. Ja, das, es gibt dann das Zauberduo Domenico. Das ist dann der Dominik und der Nico. Ah, also ich denke, das Zauberduo Domenico, sie müssen den Domeniki heißen, aber. Und, ah, geil. Und mit dem bin ich in der Steiner Schule gesehen. Ah, stimmt, du bist in der Steiner Schule, yes. Die ersten 5 Jahre, ja. Und der Laurin, warte jetzt, der Laurin ist auch mal in Steiner, der aber in einer anderen. Ja. Ich glaube, immer. Er ist in, wo hat er gewohnt? Alles heim. Mhm. Ja. Darum das nicht. Und ja, und dann, also Gimmi ist dann irgendwie der eine, Konradin Kramer, der ist jetzt Regierungsrat. Mhm. Der ist gerade aus dem Gymi, wo ich rein bin. Bei dem habe ich studiert. Wirklich? Mhm. Er hat zum Beispiel, als er den ersten Wahlkampf gemacht hat, hat er Gipfel verteilt auf dem Pausenhof. Ah, okay. So hast du angefangen. Ja, ja. Nein, dann, bin der Tim Fehlbaum. Ja, ah ja, sehr gut. Er ist aber auch nicht mehr in der Schule gesehen, wo ich gekommen bin. Aber er hat für den Informationstag von der Gimmis, wo es irgendwie heisst, kommen zu uns, wir sind so toll. Da gibt es zumindest beim Münsterplatz, bei dem Gimmi, wo ich gesehen bin, gibt es immer ein Video. Und ich habe mal, aber bist du mit dem Adrian Plaquet in die Schule? Ja, klar. Ah, weil dann habe ich. Das ist ja mein bester Freund. Ja, aber dann habe ich sicher mal vor dir einen Vortrag gehalten im Gymnasium am Münsterplatz. Weil ich im Gymnasium. Wir sind aber in Parallelklasse und nachher bin ich geflogen, also habe ich wiederholt. Mhm. Und 2 Jahre später habe ich nochmal wiederholt und dann bin ich ganz geflogen. Okay. Nein, ich habe dort mal einen Vortrag gehalten und ich weiß, dass der Adrian, dort ist ja beim MASH TV, oder? Yeah. Ja. Yeah. Ich habe ihn irgendwie aus dem Fernsehen kennt. Wirklich? Ja. Und der ist auch dort in die Schule gekommen. Weil beim MASH TV habe ich ein halbes Jahr nach ihm angefangen. Okay. So. MASH TV ist für die es nicht kennen, das Jugendmagazin. Sehr gut auch. Ja, es hat auch sehr Spass gemacht. Ja. Also ich hatte dort natürlich nicht groß der Informations- Kalt wollen aufschrauben, sondern mehr Unterhaltungskalt. Ja, logisch. Aber das war irgendwie noch cool gewesen da, dass es alles Mögliche gegeben hat. Es hat so einen Trottel gehabt, wie ich, der einfach gesagt hat, ich will jetzt irgendwie etwas mega Lustiges machen. Ist MASH TV so ein bisschen nach Videogang-Vorbild, oder? Ja, quasi. Und zwar wirklich einfach die Themen, die dich interessieren. Ah, okay. Das, also, es hat dann auch zum Teil ein bisschen kritische Sachen gegeben, wo du gefunden hast, Bericht über Drogen und die Konsumszene drin, sie sehen sehr realistisch aus. Machen wir nicht. Ja doch, es ist eigentlich immer alles auf den Sender gekommen. Ah, ja, und vielleicht dann oft wieder weggenommen worden. Ja. Aber es ist, vor allem früher, eine Zeit lang ist absolut Tohu Wabohu gesehen. Mhm. Weil das ist natürlich gerade so eine Zeit gesehen, wo es hat YouTube noch nicht gegeben. Das heisst, wenn du in irgendeiner Art und Weise hast, etwas filmisch wollen verwirklichen, hast du das entweder für Home-Videokassette gemacht, oder dann halt eben, wenn du es geschafft hast, bei der Maschine zu kommen, dann hast du es dort gemacht. Und ich meine, durch das habe ich Final Cut gelernt und so Zeugs. Ja, ja. Also du lernst dann auch wirklich
Bearbeitung. Ja, aber wenn man schon, Lara hat ja auch lange bei Teletop geschafft, einfach als Regionaljournalistin. Und das ist ja mega geil, weil dort hast du ja wirklich so die riesigen hure Kameras und den ganzen Tonscheiß und Kamera-Equipment, das du irgendwie mittragen musst. Und Lara ist ja etwas so gross. Und das hat sie immer so gesehen. Mit dem riesen Zeug umeinander. Ja. Was hast denn du überhaupt für einen Vortrag gehalten? Über Slam, Slam-Poetry. Ah, wirklich? Mhm. Ein dynamischer junger Dichterwettstreit. Ja, nein, also eine Zeit lang, das war irgendwie vom Kanton aus, dass man dann zu Schule geht und dann in der Deutschstunde irgendwie einen Vortrag hält über Slam. Über Stand-up wird es das nie geben. Nein, ja, why not, ja. Aber ich find bei dir aber noch spannend, wie noch bar mittlerweile, dass du von Slam-Poetry zum Stand-up gegangen bist, aber bei niemandem sehe ich es so, wie will ich sagen, so klar spürbar, wie du gesagt hast, ich nehme jetzt die neue Kunstform an. Weil ich weiß, einmal sind wir zugefahren, wo du mir gesagt hast, ich überlege auch mal Stand-up-Comedy zu machen. Und ich habe dort irgendwie so gedacht, die Sachen, die du sonst auf der Bühne erzählst, die sind schon sehr Stand-up-lastig vom Gefühl her. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich die dann gesehen habe, Stand-up machen, habe ich gemerkt, ah nein, es ist wirklich nochmal... Du nimmst die Kunstform wirklich als das an und sagst, jetzt mach ich. Ja, ich habe das mega wichtig gefunden und ich habe es recht schwierig gefunden, den Schritt oder die Änderung irgendwie zu machen. Darum habe ich auch bei meinem ersten Stand-Up-Programm, da bist du ja am Tryout dabei gewesen. Ja. Ich habe das wirklich schwierig gefunden. Zuerst mal, das Schreiben habe ich nicht so schwierig gefunden, weil ich einfach drauf losgeschrieben habe. Und dort habe ich auch Zeit gehabt und das war eine Zeit, wo ich wenig Auftritt hatte, aber mega viel Stand-Up konsumiert habe. Also, ich weiß nicht, ich habe dort in Oslo gewohnt, weil meine Freundin das geschafft hat an der Uni. Und ich bin dort immer durch die ganze Stadt gelaufen zu meinem Büro und habe auf dem iPod Shuffle einfach irgendwelche Mitch Hedberg, Louis C.K., Sarah Silverman, Maria Bamford Sachen gelost, einfach die ganze Zeit. Und dann bin ich wie so in das reingekommen, dass ich alles, was ich geschrieben habe, ist immer mehr Stand-Up geworden. Und dann habe ich irgendwie so gefunden, ja gut, dann schreibe ich doch einfach mal ein Stand-Up-Programm und einfach anfangen zu schreiben. Und habe aber nicht realisiert, dass doch sehr viel, also dass das Schreiben bei Stand-Up wie, es gibt ja zum Beispiel mega viele Stand-Upper, die gar nicht schreiben. Ich weiß nicht, wie du machst, ob du etwas anschreibst oder ob du... Stichwort, okay. Bei mir ist das ein mega wichtiger Teil. Ich habe zum Beispiel auch einen Podcast geschaut von dir, mit dem Cenk, glaube ich. Weil Cenk schreibt, glaube ich, nichts auf und wir haben darüber geredet, dass er nichts aufschreibt oder doch, der Cenk schreibt eigentlich gar nicht auf. Der beste Tag, der nicht aufschreibt. Ich weiß nicht mehr, ist ja egal. Yeah. Und bei mir ist wirklich so, ich komme ja einerseits von dem Schreiben her, auch von der Literatur, von Slam her. Und bei mir ist das Schreiben insofern mega wichtig, als dass beim Schreiben selber mega viele Pointen entstehen, die eigentlich nie entstehen, wenn ich es auf der Bühne probiere. Weil beim Schreiben kann ich mich so in etwas reinsteigern, dass ich einfach quasi nicht trance-mäßig, aber wirklich mega viel schreibe auf einmal und dann kommt der eine Einfall zum anderen und dann macht es irgendwie 1000 Abzweigungen, es wird hure weird und dann irgendwann kommst du auf etwas, was wirklich funktioniert. Ja. Und darum, das Schreiben ist mega wichtig. Aber ich habe völlig unterschätzt, dass wenn du auf der Bühne stehst, als Stand-Upper ist da eine komplett andere Position, als wenn du als Slammer auf der Bühne stehst. Weil das Stand-Up ist so anders als Slam. Es ist so eben dann wieder lustigerweise weg vom geschriebenen Wort und mehr zum, ja, du bist einfach da und sagst, hey, wie geht's euch? Was machen wir da? Haben wir schon mal gesehen? Blablabla. Und diese Diskrepanz irgendwie können zu überwinden, habe ich sehr schwierig gefunden. Yeah. Hast du dann aber doch irgendwie geschafft, wie so selber herauszufinden, als wäre ich jetzt da auf der Bühne stehen? Weil Stand-Up wird ja, das hat der Louis C.K. auch, es wird dann interessant, wenn du irgendwie von dir selber tatsächlich wahrhaftig erzählst oder von diesen Struggles. Also bei ihm ist es so ein bisschen im Nachhinein noch schwierig. So ein bisschen too wahrhaftig geworden. Aber ja, es stimmt halt schon, das Publikum merkt schon, ob das, was du erzählst, tatsächlich von dir kommt oder nicht, glaube ich. Darum fände ich es auch schwierig, mit Leuten zu arbeiten, die für mich schreiben. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich finde das auch völlig legitim. Weil ja auch nicht jeder Musiker so ein Zeug selber schreibt. Aber gerade bei Stand-Up finde ich es für mich irgendwie völlig schlüssig, dass ich es selber schreiben muss. Ja. Außer du hast halt, ja, vielleicht ist es schon anders, wenn du irgendwie wie so eine Rolle etabliert hast, wo du bist
und andere Leute können drauf schreiben, also quasi, dann ist es nicht mehr deine eigene Rolle. Ja, aber ich sehe es trotzdem immer als schwer. Also ja. Ich für mich kann es mir nicht vorstellen, weil also für das dann ein Autor die Rolle so genau trifft und genau so kann schreiben, also da ist wahrscheinlich die Schweiz. Ja, es muss nicht genau sein, weil der Interpret oder die Interpretin macht sie dann schon noch das eigene. Aber genau. Zum Beispiel, ich habe zum Teil Jokes oder Ansätze oder Themen, wo ich wie so finde, das ist jetzt irgendwie, das passt nicht zu mir. Mhm. Und dann schreibe ich es irgendwelchen Leuten, schreibe ich so, hey, schau mal, da habe ich irgendwie, das klingt irgendwie nach dir. Mhm. Ja, aber das hat, ich weiß auch nicht, ob es jemals schon irgendwie übernommen worden ist, aber es ist noch interessant, dass man es irgendwie anders herum kann und selber wie so findet. Das habe ich jetzt gerade gehabt. Wir sind jetzt 2 Wochen in so einem Comedy-Camp gesehen. Der Frank hat irgendein Foto gepostet, ja. Wo er an einer Bar mit irgendwelchen Gireizeln. An einer Bar? Ja, oder eine Küche halt. Aha, ja. Irgendwo also in den Bergen? Genau, okay. In Seelisberg. Okay. Der Frank, der Cenk, der Charlie und ich. Es hat wirklich ausgesehen wie so Hugh Hefner's Bunny Farm, aber auf Comedy-Style. Und eigentlich sind ihr dort alle gegen euren Willen festgehalten und es wird euch QAnon-mässig Blut abzapft, wo nachher der Marco Rima trinkt. Genau. Der war fast einmal cool. Ja, ich weiß. Ich glaube, es stimmt eben auf einer gar nicht so metaphorischen Ebene. Stimmt es eben sogar. Nein, aber dort hast du auch einmal gesehen, dass ich habe eine Grundidee gehabt und hat dir den anderen erzählt. Und dann habe ich so 2 Jokes dazu gemacht. Also Grundidee für ein Set, also für eine Nummer auf der Bühne? Ja. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Und dann habe ich gesagt, ja, aber look, also vor allem mit den 2 Jokes, die ich da schon habe, das müsste eigentlich der Rob Spence machen. Das sind einfach so genau so seine Jokes, oder? Und dann hat er quasi einfach 10 Minuten Rob Spence Material geschrieben. Ja, geil, super. Und dann haben die anderen gesagt, ja, komm, spiel's mal als Rob. Yeah. Dann habe ich angefangen. Und dann Hallo! Dann haben wir nicht mehr aufgehört. Dann haben wir nochmal einen und nochmal einen. Und jetzt haben wir ein bombastisches Bit für den Rob. Wo, wenn ich es würde machen, ist noch nicht ganz entschieden, aber dann müsste ich es als Rob machen auf der Bühne. Ja. Sonst geht es nicht. Gibt es das Format genau das. Nicht? Das gibt es doch sogar, so Comedy Karaoke. Also, dass du quasi als, ich habe mir gemeint, das gäbe es. Dass du als jemand anders, also zum Beispiel als Jerry Seinfeld oder so. Das finde ich ja eh, ich finde einen mega geilen Beruf. Ich würde gerne so Hotel-Comedian sein. Ich habe auch mal auf Facebook geschrieben, also, weißt du, wie so ein Hotel-Pianist, der einfach Standards spielt. Also irgendwie My Way oder was auch immer. Und ich wäre einfach so ein Hotel-Lobby-Comedian, der aber so bekannte Bits macht. Weißt du, Jerry Seinfeld, ja, klar. Amy Schumer, Eddie Murphy, Haselbrucker, was auch immer. Und irgendwann, ich wäre einfach in der Lobby, ich würde einfach stehen mit so einer aufgerollten Brickwall hinter mir. Und wir einfach so irgendwie spielen und dann kommen immer so Leute und sagen so, Entschuldigung, können Sie ein bisschen leiser spielen? Also, ah, okay. Und irgendwie kommen so Leute und würden irgendwelche Bits wünschen. So, sorry, können Sie Airplane Bathrooms von Jerry Seinfeld? Ah ja, klar. Und dann machst du halt da. Hure geil. Das wäre mega geil. Gut, ein paar Comedians in der Schweiz haben das früher vollberuflich gemacht. Undeklariert, ja. Ja. Der Cenk hat die Idee gehabt von so, weißt du, wir singen meinen Song, Do My Bit. Also, ja, das ist aber geil. Das wäre auch mega geil. Ja. Wo wirklich einfach ein paar Leute kommen zusammen. Und du nimmst so ein Bit und jetzt Frage ist, deine Interpretation. Du müsstest ja dann nicht wörtlich, du nimmst einfach das Thema oder das Setup und machst daraus die Sagen, das ist aber geil. Ja. Und was ich jetzt gemacht habe, in diesen 2 Wochen, jeder hat so, weißt, so mal einen Tag gehabt, wo man so ein bisschen können machen mit den anderen, was man wollte. Ja. Und ich habe dort gesagt, ihr schreibt mir jetzt eine Setliste. Mhm. Also jeder hat eine Setliste geschrieben. Mit, also zum Teil Zeugs, die du überhaupt nicht hast brauchen können, logischerweise. Zum Beispiel der Cenk hat einmal, was hat er geschrieben? PlayStation 5, PlayStation 6, PlayStation 7, PlayStation 8, PlayStation 9. Also er hat sicher mega viel daraus machen können, ich nicht. Also quasi du kommst... Ich kriege auf die Setliste. Und dann musst du Material dazu schreiben? Und dann bin ich... Nein, nicht mal geschrieben, sondern dann bin ich auf die Bühne. Ja, in der Stube. Ja. Ich habe so ein Mikrofon und ein kleines Böckchen mitgenommen. Und dann habe ich performt. Zu diesen Themen. Ja. Und was eben noch spannend ist, was du vorher gesagt hast, dass beim Schreiben Gags kommen, die sonst nicht kommen. Ist bei mir das Umgekehrte der Fall. Selbst dort, obwohl nur 3 Leute zuschauen,
komme ich irgendwie in den Performance-Modus. Mhm. Und wo, dann kommt ihr neues Material ja, in okay. Wo auf einmal, wo ich die eine Geschichte erzähle, die ich sicher schon privat drei, vier Mal erzählt habe, dort in dem Performance-Modus auf einmal also noch einen knallen Schluss gehabt hat, aus dem Nichts. Quasi, obwohl wahrscheinlich etwas Unterbewusstsein mega lange geschafft hat. Und irgendwann mit dem Rücken zur Wand musst du es dann raushauen. Mhm. Oder? Wahrscheinlich ist es ideal, wenn du beides schaffst. Also wenn du es quasi auf der ersten Ebene schaffst beim Schreiben. Genau. Und das dann irgendwie, wobei, wenn du es dann eben schon quasi geschrieben hast, consciously, und es dann auf die Bühne bringst, bringst du, glaube ich, das Unterbewusstsein nicht mehr richtig an. Genau. Ja. Also ich mache wirklich so ein bisschen, ich probiere so alles zu machen. Mhm. Also meistens sind es einfach nur noch Stichworte, weil man die lange. Und wenn ich genug Auftritt habe, nicht im letzten halben Jahr, aber sonst kann ich auch schon hören, wie habe ich das dort formuliert, dass es für mich stimmt. Mhm. Und so, es ist dann halt eben so mehr so eine Schreibe auf der Bühne für Auftritt sozusagen. Okay. Aber es ist faszinierend, weil, wie du sagst, im Gegensatz zu Slam Poetry, du machst von Anfang an die vierte Wand auf und kommunizierst zu den Menschen. Mhm. Aber das war zum Beispiel auch etwas, was ich gar nicht geschnallt habe vorher, dass das so viel mehr Kommunikation ist. Mhm. Und ich glaube auch immer noch, dass das etwas ist, wo mega vernachlässigt wird, immer noch von vielen Leuten, weil es einfach nicht, das, ich mir auch nicht so bewusst bin. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es lustigerweise in letzter Zeit so viel blöde Shitstorms gibt, weil du dir quasi nicht darüber bewusst bist, zu wem du wann in welcher Position redest. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was mega wichtig ist. Das Publikum ist wie ein Teil von der Nummer. Ja. Du kannst nicht einfach sagen, ich rede etwas und das Publikum kann nachher selber damit anfangen, was es will. Mhm. Ich finde wie so, es ist wie so, keine Ahnung, wenn du gehst Skifahren, ist es speziell eine mega Rolle, wie der Schnee beschaffen ist. Du kannst ja nicht gleich Skifahren, wenn es eisig ist oder wenn es einfach mega nasser Schnee ist. Das ist eine scheiß Analogie, aber irgendwie, ich finde das mega wichtig. Darum ist es ja so spannend, das Ganze. Es ist ja wie so, du musst neben dem, dass du deinen Text oder deine Nummer oder was auch immer irgendwie musst abrocken, musst gleichzeitig noch ein unsichtbares Monster mit 400 Köpfen zähmen oder dressieren und bei der Laune behalten oder jeden Einzelkopf gleichzeitig verführen und jedem Kopf unabhängig dort innen das Gefühl geben, du redest nur mit ihm und nur über die anderen. Yeah. Das finde ich eigentlich das Geilste, so das gleichzeitige Verführen. Dass so die Intimität musst anbringen, also quasi jemandem. Das ist ja bei jedem Setup, bei Stand-Up ist ja genau das, was dort passiert, dass du sagst, hey, hast du schon mal überlegt, das und das. Mhm. Und dann muss jemand sein, wo es darf nicht zu nah sein an der Realität. Mhm. Oder das wirklich, ja, also quasi du hockst, also das beste Beispiel ist da mit der Tauben, hey, hast du schon mal überlegt, hey, überall Tauben in der Stadt, Tauben, die grusig sind, Tauben mit kaputten Füßen. What's that all about? Und denkst du, ja, da hat jeder schon 20 Mal drüber nachgedacht. Mhm. Das ist jetzt nicht so eine Connection. Wenn du aber dann so sagst, hey, überall sind Tauben, wo sind eigentlich Babytuben? Warum gibt es nicht jetzt Babytuben? Mhm. Wo sind die? Kommen die einfach gross auf die Welt? Oder sind die in der Kita? Oder was läuft da eigentlich? Das ist irgendwie so, fuck, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also du musst wie so etwas finden, wo bekannt genug ist, aber in dieser Bekanntheit wie ein unterbewusster Trigger finden, wo wirklich dann da Ding gibt, ich sage dann nur zu dir, weil alle anderen haben über das sicher noch nicht nachgedacht, sondern nur ich. Yeah, also eigentlich da, was ein gutes Buch auch schafft, dass du so eine mega Intimität herstellst, also gleichzeitig innere Intimität oder innere mega grossen Menschenansammlung Intimität zu einer einzelnen Person und da gleichzeitig mit allen. Mhm. Das ist das Geile da eigentlich. Das ist so. Und ich finde, gerade in der Schweiz ist es umso facettenreicher, haben wir in dem Podcast schon ein paar Mal besprochen, weil halt eben du kannst irgendwie hier in einem Club in Zürich auftreten oder in einer Bar und dort findest du einen anderen gemeinsamen Nenner, als wenn du dann in Münchwilen in einer Bibliothek auftrittst. Oder, also was auch immer. Ja. Oder vor einer Schulklasse irgendwo. Oder, ja, wirklich. Ja. Und dass man dort auch gern vergisst, dass eben so, es gibt so zwei, drei Übermenschen im Stand-up, eben, die machen oft was sie wollen und die Leute finden das toll oder sie finden es nicht toll, aber 99,9% sonst sind Menschen, die sich auf der Bühne in irgendeiner Art und Weise dann eben auch dem Publikum gegenüber, ich will nicht sagen anpassen, aber einfach halt, der Begebenheit anpassen. Genau, ein Gespür kriegen dafür. Und zum Beispiel für mich ist der Bill Burr ein Meister.
Ich kenne, aber ich muss ehrlich sagen, Bill Burr, ich kenne seinen Podcast, nervt mich aber auch wie die Sau. Ist halt auch, ich glaube, ein Teil davon. Wobei, nein, ich habe kürzlich ein Stand-Up-Bit von ihm gehört, das ich hure geil gefunden habe. Aber ich könnte nicht mehr sagen, was es war. Ah, fuck, ich weiß es nicht mehr. Weil alle haben immer gefunden, hey, Bill Burr ist so geil, Bill Burr ist so gut. Das finde ich, okay, jetzt musst du ja mal etwas nochmal hören. Geben. Ich schicke mal ein paar, ja, paar von meinen Favorites. Ja, da habe ich wirklich so gefunden, ah, okay, fuck, da hat er wirklich irgendwie, es ist so halt so ein Louis C.K.-Moment. Mhm. Wenn du das erste Mal Louis C.K. gehört hast, denkst du so, what? Wer sagt der? Chris Rock sagt, wo er das erste Mal Louis C.K. gehört hat, so, what? You can do that? Mhm. Also so, yeah, yeah. Yeah. So der Aha-Moment. Den habe ich kurz gehabt bei ihm, aber. Mhm. Und du findest, er kann das auf Audiences eingehen, meinst du? Oder? Mega. Also einerseits merkst du es, wenn du kannst Videos schauen von ihm, wo er irgendwie so Shaquille O'Neal's Comedy, All-Stars, was weiß ich, einfach ausschließlich schwarze Crowd. Und du merkst, dass er andere Themen hat, dass er auch anders performt. Und es ist trotzdem der Bill Burr. Also weißt du, wenn du dann das Gesamtwerk anschaust, sagst du, es ist immer noch absolut in dieser Kiste namens Bill Burr. Ja, ich glaube, das hat sicher auch damit zu tun mit dem Bekanntheitswert von so jemandem, weil er hat quasi, wenn er ja immer mitschleppt, ist eben, er ist der Bill Burr und man kennt ihn als Bill Burr. Und alle dort kennen ihn als Bill Burr. Das ist ja noch nicht so huge gesehen, zum Beispiel bei diesen Videos. Und ich bin in Berlin schauen. Und er ist einfach, ich kenne keinen, der so klar die Energie von einem Raum kann lesen kann. Das ist nicht scripted. Aber wenn er irgendwann sagt, ist euch das jetzt zu viel geworden? Oder was weiß ich. In 90%, wenn jemand so etwas sagt, ist das theoretisch schon beim Soundcheck ist das schon so gesagt worden. Von wegen, da sage ich etwas hart und dann sage ich, ist echt viel geworden. Und dann gehe ich wieder zurück. Blablabla. Und er ist so einer, erzählt sie Zeugs und irgendwann merkt er, da kippt es. Und wenn er es merkt, dann spricht er es an, holt sie wieder zurück, spricht etwas anderes offensichtlich an. Also ich kenne keinen. Das ist aber krass. Weil das ist etwas, was mich mega gestört hat bei den Shows von Louis C.K. in Basel. Bist du schauen? Nein, ich habe nicht können. Ich habe selber gespielt. Ah, stimmt, ja. Ich bin aber beide Shows schauen, weil ich gefunden habe, ja, sicher gehe ich da schauen. Und vor allem, dass er zweimal hintereinander spielt, habe ich super interessant gefunden. Ich habe gefunden, wieso gehst du beides mal schauen? Und ich so, hey, fuck. Wenn du kannst am 6. schauen, wie er sein Set macht und noch am 8. schauen, wie er sein Set macht, das ist, also wie intim ist das eigentlich? Du kannst ihm, also endlich kannst du mal sehen, hey, wordet er seine Sachen aus, improvisiert er, macht das genau gleich, was ändert er? Und du merkst mega, er improvisiert ja wie die Sau. Also er hat keinen Satz gesagt wie der andere. Setup ist komplett anders gewesen, das Material ist nicht ganz anders gewesen, aber unterschiedlich. Und das ist etwas gewesen, wirklich, das mich richtig stört an diesem Abend und darum habe ich in grossen Teilen nicht gut gefunden, weil einfach er hat wie the obvious elephant in the room, dass die Grundsituation so eine komplett andere ist als sonst, hat er wie nicht mitgeschaltet. Und das ist wirklich so, das ist fast schon, habe ich mich fast schon betrogen gefühlt, weil ich so gefunden habe, hey Mann, er ist doch der, der alles immer mitbekommt und jede Widersprüchlichkeit lang tanzt, bis er sie nachher offen legt. Und die grösste Widersprüchlichkeit, nämlich die Situation, dass er jetzt durch seine ganze MeToo-Geschichte, dass das jetzt ganz, er hat die MeToo-Geschichte schon thematisiert, aber einfach auf eine Art nur auf der Bühne, aber er hat nicht geschnallt, dass die ganze Situation, wo er jetzt drin ist, komplett neu ist, nämlich zum Beispiel, dass im Vergleich zu vor 2 Jahren vorher, wo ich ihn einmal live gesehen habe in Kopenhagen, dass jetzt plötzlich 99% Dudes im Publikum sitzen. Das ist mega interessant, das schnallt, hat er nicht geschnallt, oder auf das ist er nicht eingegangen, einfach so der mega Elephant in the Room. Also ist schon mal irgendwann... Ist es Wurst gesehen, oder? Ja, also nein... Ich weiß es eben nicht. Er sagt schon mal auf der Bühne so, you wanna talk about it? Und alle so, yeah! Und nur schon der Moment ist so, oh, fuck, nein, das sind all die. Also es ist wie so, du da schon, dass der Moment, wenn du entscheidest, in dieser Zeit eine Louis C.K. Show zu schauen, das ist schon wie ein Statement. Klar, es hat schon viel aus. Das heisst so, du bist für den Louis C.K. Genau. So, nein, mein, mich interessiert. Wie interessant ist denn da jemandem, wo ich so verehre von dem, was er auf der Bühne macht, ihm zuzuschauen, was jetzt mit ihm passiert, in dieser Situation, in dieser Position, und dass er es eben gar nicht so gut handelt. Also nicht, dass er ein Armer ist, sondern einfach, dass er die falschen Entscheidungen trifft, auf der Bühne nachher noch. Also das vorher ist ganz eine andere Geschichte. Hat, aber dass er dann auf der Bühne wie so quasi nicht die Wertehaltung-Geschichte, sondern rein ästhetisch es nicht schafft, den einzigen grossen Widerspruch zu sehen.
Das habe ich krass gefunden. Ich habe dann sein Special geschaut, wo ja... Aus dem heraus entstanden genau, Teil, ist. Genau, Teilmaterial. Ah, ja, Teilmaterial dort drin ist. Und dort ist anscheinend eben der Schlussteil, wo er über MeToo schwätzt, ist ziemlich gleich, wie noch in Basel gesehen ist. Aber viele, die die Shows geschaut haben, also eine von beiden Shows in Basel, haben gesagt, es sei deutlich besser als das, was er in Basel performt hat. Okay. Ja gut, klar, logisch. Und es soll ja auch, weil es ist ja wie ein Tryout gewesen. Und dort habe ich eben zum Beispiel angefunden, darum habe ich den, also ich habe die Diskussion über, gerade über den Auftritt von Louis C.K. hure wichtig und hure gut gefunden. Bin aber so frustriert gewesen, weil sowohl von der Seite, die gefunden hat, hey, Louis C.K. darfst gar nicht schauen, den darfst du nicht unterstützen, was auch immer, als auch von der anderen Seite, die gefunden hat, voll geil, oder auch Comedians, die finden, wir müssen da unbedingt schauen. Ich habe gefunden, hey, irgendwo fehlt da, ihr redet mega aneinander vorbei, und es fehlt irgendwie die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem. Weil es ist ja, beide Positionen sind irgendwie schlussendlich schwache Positionen. Weil zum Beispiel, was mich auch gestört hat, ist, dass auch viele Leute, die wirklich einfach nicht wissen, wie man einen Witz macht oder wie man ein Programm erarbeitet, so gefunden haben, zum Beispiel dort, wo aus seinem wo er wieder auftreten ist im Comedy Cellar und dann hat jemand mitgeschnitten und dann hat das irgendwie eine Audioaufnahme gegeben und dann riesen Shitstorm wegen halt Material, das halt mega offensive ist. Und ich habe schon gefunden, ja klar, es ist mega offensive, aber du darfst halt nicht den Entstehungsprozess, auch wenn du noch so bekannt bist und noch so ein Star bist und dein Medien so gut beherrschst, du kommst nicht drum herum, vor das Publikum zu gehen und zu probieren und einfach 900 Mal zu scheitern. Genau. Also zum Beispiel, ich weiß, ich kann mich erinnern, bei meinem Tryout in Basel hat es die eine Nummer gehabt, wo die habe ich dann irgendwann mal sogar rausgestrichen, weil sie einfach zu anstrengend geworden ist. Also zu anstrengend, weil ich habe mich immer noch darauf konzentriert, wenn sie funktioniert, ist sie super. Wenn sie nicht funktioniert, kann ich gerade ab der Bühne gehen, weil dann ist es vorbei. Die Nummer mit auf dem WC sitzen und gleichzeitig passiert das Attentat in Paris. Finde ich eigentlich, wenn sie funktioniert, ist es so eine gute Nummer. Wenn es nicht funktioniert, bist du einfach over. Und das anzubringen, wie du so eine Nummer musst worden, damit sie funktioniert, damit du eben nicht wie der komplette Idiot dastehst, wie ein zynischer Wichser. An welchem Ort von einer Arbeit musst du es einbetten, damit es funktioniert? Ja. Wo kannst du die Leute anführen, damit sie dazuhören und dir so weit vertrauen und mit dir quasi Hand in Hand in den furchtbaren Ort von dieser Pointe hingehen? Oder? Da habe ich gesagt, hey, du kannst halt nicht etwas einfach aus dem Kontext rausnehmen von einer Show, wo jemand am Ausprobieren ist. Und ja, natürlich ist es offensive, aber du machst halt mega viel Fehler, es gehört halt dazu, dass du dich anarbeitest an etwas und dann schlussendlich bist du an einem Punkt, wo du sagst, jetzt funktioniert es. Ja. Es ist immer noch offensive, aber es ist wie im Kontext innen funktioniert es. Darum drei Sachen sogar, wenn ich es hinkriege. Aber erstens, darum hat Chappelle ja auch Handyverbot an seinen Shows. Ja, wie schon in Basel auch gesehen, musste dein Handy in so eine hohe Tasche reingeben. Genau, in die Yonder-Bags. Gell? Das habe ich in Nashville das erlebt, wo ich in einem normalen Comedy-Club bin. Das ist übrigens der neue Sponsor von dem Yonder-Bags. Könnt ihr am Kiosk verfügen. Sorry. Weil eben genau der Prozess so wichtig ist, dass einfach du weißt erst vor einem Publikum, was wie funktioniert. Und das finde ich auch faszinierend, wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz spielst du eine offene Bühne und du wirst dann auf einmal gemessen, habe ich jetzt gemerkt. Spiele ich irgendwie, frag mich, Longstreet oder so. Wo ich bewusst nur teste. Also wirklich einfach neues Material, wo ich irgendwie will schauen, was funktioniert nicht. Und auf einmal wirst du dann an dem gemessen, was dann so heisst, ist das jetzt wirklich ist das ein Auftritt gewesen? Oder? Also weil du das Gefühl hast, dass das Publikum nicht genau weiss, wann eine offene Bühne ist, oder weil das... Ja, sie müssen es ja eigentlich auch nicht wissen. Publikum kann es ja egal sein. Mittwoch oben, sie gehen in Longstreet und sie schauen Comedy. Oder? Und... Also habe ich jetzt auch schon gehört irgendwie von einem Kollegen, weißt du, der irgendwie zwei, drei Mal hat er das Zeugs ausprobiert und nachher ist ein wichtiger Mensch aus der Szene zu ihm gegangen und gesagt, hey, ich habe gehört, es läuft nicht so. Du bist jetzt schon zwei, drei Mal in der Longstreet. Das ist eine offene Bühne, also ich teste Sachen aus. Ja, ja. Ich kann schon mit Killer-Bit spielen, aber es bringt ja niemandem etwas. Ja, genau. Und
Und das Dritte, das sind die zwei Sachen gesehen, jetzt komme ich tatsächlich dazu, das Dritte, und das finde ich wirklich eins von den Beispielen, ich habe mehrere Beispiele bei dir, aber warum ich die als der netteste und aufrechteste Mensch in dieser ganzen Szene empfinde. Ja. Ist unter anderem gesehen wegen dieser Louis C.K. Geschichte. Aha. Weil ich habe mich selber dort ertappt, weil es gibt ja eben so eine große Comedy-Chat-Gruppe. Und dann ist irgendwie in der Chatgruppe irgendwie losgegangen, fragen, hey, Louis C.K. kommt in die Schweiz, wer geht schauen, Tickets, da. Dann sind die ersten Stimmen gekommen, mach das nicht. Du unterstützt eben... Hitler. Ja, wirklich. Ja, sind so schlimmste Menschen auf Erden. Dann andere, die gegengehalten haben. Und dort habe ich mich dann ertappt, wie ich auch, mehr aus Prinzip dagegen gehalten habe. Obwohl... Ich habe sonst Gesichter gehört von Louis C.K. und dachte so, das ist, glaube wirklich nicht so ein geiler Mensch. Also es ist wirklich ein bisschen grusiger Sieg, der seine Position ausgenutzt hat. Das ist eigentlich wirklich scheiße. So. Ja. Und trotzdem habe ich dann mich zu fest für ihn eingesetzt und bla und bla. Und es hat sich so, wirklich, es ist immer mehr so am Eskalieren gesehen. Und dann schreibst du irgendwann einfach so, spannendes Thema, komm, wir sitzen doch vor der Show bei mir daheim an. Niemand hätte wollen. Wirklich? Nein, das wollte ich aber noch fragen. Nein. Weil ich wäre gekommen. Nein, ich bin dort richtig frustriert gewesen, nicht wegen dem, weil ich hätte das schon cool gefunden, das irgendwie machen. Das kann man auch jetzt noch machen, aber... weil ich studiere aber schon seit sicher 8 Jahren, schon vor meiner Stand-up-Zeit eigentlich, darüber, weil das wie ein Thema ist, das immer wieder kommt. Ich meine, jetzt das letzte Thema ist... Dieter Nuhr, Lisa Eckhardt, immer wieder. Es kommt einfach immer wieder, dass über Humor diskutiert wird, für mich Leute, die keine Ahnung haben, weder von Humor, noch von was guter Humor ist. Also so wie, ich finde, so, es ist auch wieder so ein Battleground geworden, wo du kommst mit fertig gemachten Meinungen. Ja. Und das interessiert mich einfach nicht. Ich, zum Beispiel bei Lisa Eckhardt, bei dieser Diskussion fehlt mir einfach mal das Ding, dass man sagt, ja, schauen wir uns doch mal zusammen an, was macht sie da, wieso macht sie das, wieso macht sie das? Ich möchte dazu sagen, sie ist ausgeladen worden. Genau, Lisa Eckhardt ist Wiener, lustigerweise auch, Slam-Poetry, kommt aus dem Slam-Poetry-Bereich, Kabarettistin, die seit ein paar Jahren sehr erfolgreich unterwegs ist auf der Bühne. Und sie hat so eine sehr... sehr eine ausgearbeitete Bühnenpersönlichkeit, sie so ein bisschen K&K-Monarchie-mässig, sehr österreichisch, sehr eloquent, auch so ein bisschen faschistoid angehauchte Position, wo sie zum Teil recht offensive Content bringt. Genau. So. Genau. Sehr gut aber. Aber differenziert angeschaut. Ja, eben auch nicht immer. Also das ist eben so, du kannst halt darüber diskutieren bei allem. Und ich habe eigentlich immer mal gefunden, hey, fuck, wir müssen mal entweder... kennst du noch 78.ch? Ein Musik-Ding, ein Musik-Blog vom David Bauer, von da zum Beispiel auch von zwei anderen Basler. Und die haben wie mal gefunden, wir machen einen Musikblog, so einen Nerd-Blog über Musik. Und ich fand, fuck, wir müssen genau da über Comedy machen. Also so quasi... neue Sachen vorstellen, neue Leute vorstellen, darüber, aber dann eben auch zum Teil Humordiskurs führen und wirklich einfach so finden, hey komm, der Humordiskurs scheitert ja immer daran, dass man nie Zeit und Energie und Lust hat, etwas genau anzuschauen. Komm, wir machen das einfach mal, wir schauen es mal genau an. Und dann wird es eben super spannend, es braucht einfach mega viel Zeit und es ist zum Teil auch langweilig und es ist natürlich auch geschäftsschädigend, wenn man das als Comedian macht und anfängt, den Humor auseinanderzunehmen. Wenn ich als Comedian, der sonst auf der Bühne funny shit erzählt, plötzlich anfange, dekonstruieren, warum etwas lustig ist und warum nicht, ist so ein bisschen, come on. Ja. So. Gut, spielt das, was wir mit dem Podcast machen? Ich finde es... Also ja, wir tun nicht etwas Stück für Stück dekonstruieren, aber logischerweise reden wir über Prozesse und irgendwie... Feelings auf der Bühne etc. Ja. Wo eben, zum Beispiel Lisa Eckhardt macht das nicht. Lisa Eckhardt hat eine Bühnenfigur kreiert und auch in Interviews ist sie mittlerweile die. Also das kriegst du gar nicht mehr weg, sobald die Öffentlichkeit um ist. Und eben, da ist eigentlich das Gegenteil. Da ist so,
quasi der Privatmensch, der ein bisschen schwätzt, mhm, und dann auf der Bühne ist der Bühnenmensch. So. Aber zum schnell den Fall zu beenden. Sie ist ausgeladen worden von einer Buchmesse, hast du gesehen, gell? Genau, sie hat aber gerade ihren Debütroman rausgebracht, ja, und hätte mit dem sollen lesen an einem Literaturfestival auf St. Pauli in Hamburg. Und dann, dann hat das Literaturfestival wie quasi prophylaktisch gefunden, wir laden sie wieder aus, weil sehr wahrscheinlich gibt es, weil es auf St. Pauli ist und Lisa Eckert gerade so ein bisschen angefangen hat, in einem Shitstorm zu sein, wegen ein paar Auftritte aus dem WDR, die, mhm, aber auch schon 2 Jahre alt sind, haben sie wie prophylaktisch gefunden, wir laden sie wieder aus. Genau, und weil es sind ja schon Schreiben eingetroffen von... Nein, aber das ist das Lustige. Es sind keine Drohungen eingetroffen. Das war ein absurdes Ding. Ich gemeint, das hat Buchmess gesagt. Sie haben es gemacht, weil sie gemeint haben, dass es könnte Drohungen oder Störungen geben. Mhm. Also es ist wie so, und dann ist das Narrativ plötzlich, und dann ist es eben schnell gegangen. Es ist genau das passiert, was passiert, wenn man nicht vorsichtig ist, in der Medienberichterstattung, dass dann plötzlich das Ding losgekommen ist, hey, es hat Drohbrief gegeben, es hat irgendwie Krawall sollen geben, es kann doch nicht sein, dass jemand ausgeladen wird wegen Krawall und so. Dabei hat es ja gar nicht gegeben. Es ist wie, kennst du den Witz vom Nachbar, wo am anderen Nachbar, wo irgendwie daheim ist und er will Herdöpfel machen und er merkt, er hat keine Herdöpfel mehr. Und er wohnt im untersten Stock und er weiss, im obersten Stock ist jemand daheim und geht drin in den Lift ein, fahrt auffahren und fängt gar überlegen, also wie sollen wir jetzt fragen? Sollen wir fragen, okay, darf ich Herdöpfel haben? Vielleicht hat er gar keine Herdöpfel, vielleicht braucht er seine Herdöpfel selber. Also fängt selber in seinem Kopf mega an. Und in dem Moment, wo er oben ankommt, nach etwa 3 Minuten überlegen in seinem Kopf, macht der andere die Türen auf und er schreit nur, palt doch deine Herdöpfel selber, du Wichser! Und geht wieder runter. Und das ist genau das, was passiert ist. Sie haben in ihrem Kopf gemeint, irgendetwas könnte passieren, was vielleicht sogar passiert wäre, weiß man nicht. Aber aufgrund von dem haben sie sich dann ausgeladen. Und dann ist das ganze Ding gekommen. Und dann hat unter anderem die Dieter nur sich eingeschaltet und, ja, und auch noch darüber geschrieben, ja, dass das nicht geht. Und ja. So. Ja. Ja, also ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil es einfach irgendwie viele Sachen auf einmal zeigt. Also so, ja, es ist halt ein Medienthema, es ist auch ein Inhaltsthema, es ist ein sehr politisches Thema. Das finde ich sehr interessant. Und ich habe nie jetzt irgendwo eine festgefahrene Meinung. Ich bin auch nie sicher, wann ich wo soll, wie denken, weil jedes Argument, das dazukommt, ist halt wie so, ja, stimmt schon, aber gleichzeitig. Darum finde ich es so spannend. Ja. Ja. Und einfach gleichzeitig so schade, dass man dann wie so meint, man muss dort rein wie, es ist wie in einem Fußballmatch, wo du irgendwie, du musst für die erste, die eine sein oder du musst für die andere sein. Ja, aber, also haben wir auch schon ein paar Mal da gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen ein grundsätzliches Problem momentan, dass man einfach ein Team wählt und auf Zeit entweder oder. Bei jeder Diskussion. Mhm. Und das auch nur noch extrem überhaupt eben irgendwie publiziert werden in Medien, damit es Klicks gibt. Und es gibt, interessiert ja niemand, wenn jetzt auf Seite 1 der Artikel steht, wir diskutieren jetzt mal darüber, sondern es ist einfach entweder so oder so. Und ich glaube, das ist eben, leider ist ein bisschen ein grundsätzliches Problem. Es wird einfach immer wie, meiner Meinung nach, aber das sind auch so Wellenbewegungen, aber momentan wird es in Comedy oder Satire, Humor, was auch immer, wird es auch wieder politischer als auch schon. Weil jetzt auf einmal man für ein anderes Argument, wo man sich Team 1 oder 2 ausgewählt hat, jetzt auf einmal sich bei der Satire oder bei der Comedy bedient. Und das finde ich noch schwierig. Wie zum meinst du das jetzt? Zum Beispiel beim Chappelle. Chappelle ist dann auf einmal ist er für irgendwelche rechtsextreme Amis ist ein Spruchrohr geworden. Genau, das ist wie bei der Lisa Eckert ja auch. Und bei ihr genau das Gleiche. Und, genau. Und das finde ich, glaube ich, noch mehr als früher. Mhm. Früher hätte man wirklich können abstrahieren. Ja. Das ist einfach Blödsinn, der auf einer Bühne erzählt wird, übertrieben gesagt, was so ein gemeinsamer Konsens ist. Und jetzt wird das eben schon genutzt. Und ich denke dann immer so, das ist eigentlich, was gibt mehr Benzin, wenn du es nicht machst oder eben wenn du es genau aus dem Grund trotzdem machst? Ja, ich finde, das ist ein mega wichtiger Punkt und das ist auch ein Punkt, wo ich auch als Künstler immer wieder muss daran denken oder wo ich auch wichtig finde, dass man sich da immer wieder überlegt, will man wirklich sich festlegen. Also es ist ja wie, es gibt wie Künstlerinnen und Künstler, wo du wie klar kannst sagen, okay, die sind vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen vom einen oder vom anderen Team wie adoptiert worden. Und das ist eigentlich nicht so schlimm.
schlimm wird es dann, wenn du selber anfängst daran glauben, dass du zu dem Team gehörst. Ja. Das ist wie bei das gleiche Problem, wenn man investigative Satire gemacht hat. Also weißt du, die letzten 10 Jahre haben wir alle gefunden, hey, Daily Show ist viel informativer als irgendwelche Nachrichtensendungen. John Oliver ist viel besser Journalist als alle Journalisten. Und lustigerweise ist das Argument immer aus Journalistenkreis gekommen. Mhm. Und das kann man ja immer sagen, das kann man sagen. Aber wenn du selber als Comedian plötzlich daran glaubst, dass du der Investigativjournalist bist, dann ist das fucking Problem, weil das bist du nicht. Als Comedian oder als Satirikerin tust du immer lügen und manipulieren und weglassen. Darum weist der John Oliver auch fest. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja. Sobald du das also quasi adaptiert jetzt auf die zwei Teams, ist es genau so. Bei der Lisa Eckert zum Beispiel habe ich jetzt das Gefühl, dass sie sich sehr sie sagt was sie macht, aber sie macht es eben schon. Farina lässt von der rechten Seite. Viel zu fest. Problem ist, wenn du dich dagegen wehrst, könntest du überkommen, als ob du dich für die andere Seite wirst entscheiden. Darum, ich finde für mich, was ich das Geilste finde an Comedy oder an Humor, an Satire oder auch an Literatur, und ich versuche das in all meinen Sachen, die ich mache, im Schreiben oder auf der Bühne oder fürs Fernsehen oder beim Radio, ist das Wichtigste, das Wichtigste ist wirklich Freiheit. Dass du einfach kannst machen, was du willst und dich nicht von irgendwelchen Zwängen oder was auch immer, sei es Misserfolg oder Erfolg, lässt irgendwie verbeugen. Yeah. Also verbeugen, ich lasse mich ja auch verbeugen, aber irgendwie die Freiheit, Leiter, irgendwelche Finden zu machen, wo niemand damit rechnet. Wo du einfach machst, wie du es einfach machst. Wie zum Beispiel, wo ich irgendwie gefunden habe, wo ich 10'000 Follower hatte auf Twitter, habe ich gefunden, ficke da, jetzt höre ich auf. Was völlig idiotisch ist, weil das ist ein Tool, das so viel wert ist, also rein moneymäßig, weil ich habe 10'000 Follower auf Twitter, wo irgendwie alles potenzielle Zuschauer von meiner Show wären oder irgendwelche Vervielfältigung auf irgendwelchen Sachen. Dann einfach gut, ich mag nicht mehr. Und dann irgendwann bin ich immer wieder da, habe ich 4 Monate lang nicht twittert. Und dann sind irgendwie immer mehr Leute gekommen und haben gefunden so, Alter, wieso bist du nicht mehr auf Twitter? Ist das jetzt irgendwie so ein Ding von dir? Und so, das ist noch cool, dass du nicht mehr auf Twitter bist. Und dann habe ich gefunden, nein, Ficker, jetzt bin ich wieder auf Twitter. Also einfach so irgendwelchen Scheiß, der eigentlich auch gar keinen Sinn macht, einfach zu machen. Ja, das ist irgendwie für mich Freiheit. Oder einfach irgendwie auf der Bühne sich, da mache ich halt ab und zu, mich selber sabotieren, wenn es irgendwie mega gut läuft. Ja. Finde ich einfach, weil ich traue dem nicht. Dann bist du irgendwie auf der Bühne und sie finden es hure geil und dann könntest du könntest mit einem Fingerschnippen alle dazu bringen, aufzustehen, aber in dem Moment einfach irgendwie finden, nein. Da finde ich halt, also die Freiheit zu haben, finde ich hure wichtig. Ja? Ja, weil irgendwie, also ich weiß nicht, ob das irgendwie der Protestant in mir ist von früher noch oder so, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich muss doch auch noch einen Leidensweg durchgegangen sein, um das überhaupt zu haben in dem Moment. Und darum sabotiere ich mich dann auch ein bisschen. Ja. Weil ich so denke, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich habe das letzte Mal Solo, glaube ich, in St. Gallen. Ist die Stimmung so bombastisch gesehen von Anfang an, dass ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich nach 10 Minuten habe ich St. Gallen als Arschlöcher bezeichnet. Und dann ist natürlich von gefühlt 120% ist auf 80 runter. Und am Schluss ist dann wieder da oben gesehen. Aber ist das auch, ich muss mal aufpassen, ist es einfach ein Narrativ, das ich mir selber angeeignet habe, dass wenn es gut läuft und nachher nicht mehr, dass ich mir einfach sage, jetzt habe ich es extra gemacht? Oder habe ich einfach einen Fehler gemacht? Ja. Also, weißt du, habe ich es einfach verkackt? Das kann ja auch gut sein. Also dort weiss ich noch, dort ist es bewusst gesehen, aber mega oft ist es sicher ein Fehler. Ja, ja. Ja, ja. Aber das gehört wahrscheinlich auch zu dieser Freiheit. Ja, ja. Ja, und eben... Und darum eben, schau mal Bill Burr, wirklich, wie der merkt, wie eine Millisekunde die Energie shiftet und wie er das dann immer anspricht, das ist Wahnsinn. Okay. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Muss man schnell auf die Zeit schauen, weil es tönt jetzt auch schon nach so einem sehr schönen Schluss. Wir haben noch knapp Viertelstündchen haben wir noch. Gut, darf ich schnell aufs WC? Ja. So, zurück von der Pause. Eine kurze Sache gesehen. Ja. Und ich nutze jetzt so die Schlussviertelstunde, zum noch schnell abchecken, was jetzt genau mit dir passiert in nächster Zeit. Also du hast jetzt nicht an einem Programm geschafft. Nein, wirklich nicht. Ich bin wirklich nicht dazugekommen.
Und ich finde es wirklich, ehrlich gesagt, mega schwierig. Mhm. Auch normalerweise wäre es das Ding, ich wüsste das Premiere-Datum und ich wüsste, wo das stattfindet und dann hast du wie schon so eine Ahnung davon, wie das könnte passieren. Mhm. Und jetzt ist wirklich, ich tue mich wirklich schwer damit, nicht zu wissen, in was für einem, mit was für Rahmenbedingungen das wird passieren, ob man noch die Hälfte reinlässt, ein Drittel, ein Viertel. Und ich glaube, rein unterbewusst stresst mich die ganze Situation viel mehr, als ich denke, auch im kreativen Bereich. Also wirklich, es ist so, ich finde es gerade recht schwer, Sachen selber zu schaffen. Mhm. Keine Ahnung warum, weil vielleicht macht einem die Zeit jetzt einfach viel mehr fertig, als man meint. Mhm. Und ja, bei mir ist es halt auch noch so, ich bin halt selbstständiger Unternehmer, wie du ja wahrscheinlich auch, und irgendwie so denkst du irgendwann so, fuck, this is the only thing I can do, what the hell am I gonna do? Also so, oder? Ja, das habe ich jetzt schon von Bahnen gehört. Ja, und sonst gehe ich halt wieder kellnern oder irgendwie ja, so. Ja, ich habe das KV gemacht. Oder irgendwie so. Bin mir nicht sicher. Ja, ja, geh kellnern in den Restaurant, wo alle pleite gehen. Eben. Das ist auch nicht so einfach. Ja, ja, aber jetzt gerade, ich habe halt noch ein paar Schreibsachen angenommen. Es ist auch noch geil zu merken, dass ich das auch kann. Also, dass ich das relativ gut kann. Also, so für andere Leute. Bin ich an einem Projekt für ein Fernsehformat, wo ich für andere Leute schreibe. Und bist du bei Deville noch? Ja. Ja. Genau, bei Deville bin ich noch. Genau. Das fängt an wieder irgendwann Ende September. Bin ich wieder ein paar Mal dabei. Ja. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Und die Serie kommt raus. Mhm. Ja, und sonst ein paar Sachen, wo man einfach so dran ist und nie weiß, ob das etwas wird oder nicht wird, wo halt also nicht spruchreif sind. Oder? Aber du bist jetzt in so einem Vakuum gefangen, weil Derniere hast du ja gespielt vom letzten Programm. Mhm. Das finde ich ja krass. Ja. Ich finde es aber irgendwie auch noch geil. Also, weil ich bin wirklich, ich bin jetzt irgendwie seit 19 Jahren auf der Bühne, oder seit 18 Jahren auf der Bühne und habe so viel produziert und bin die ganze Zeit, immer wenn ich etwas gemacht habe, ist es sofort verwertet worden. Also immer, entweder ist es sofort in eine Kolumne gegangen oder sofort ins Radio oder sofort auf die Bühne oder was auch immer. Hast du immer schon gewusst, kleiner Einschub, sorry, hast du immer schon gewusst, wenn du irgendeine Idee hast, das wird für das sein, das wird für das sein? Ja, leider. Das hat sich wie so eingependelt irgendwann, einfach aus der Not der Tugend gemacht quasi. Dass ich bei jeder Idee, und irgendwann weiß ich ja nicht mehr genau, hast du zuerst die Idee gehabt oder hast du zuerst ein Problem gehabt, wo du eine Idee dafür gefunden hast. Mhm. Und es ist auch ein Luxusproblem, aber ich fände es irgendwie geil, mal können Sachen auszuprobieren, die nicht für einen definierten Rahmen schon sind. Mhm. Weil einfach, hey, ich merke auch bei mir selber beim Schreiben, wie man so in seinen eigenen ja, wirklich in seinen eigenen Funktionsmuster ein bisschen gefangen ist. Funktionsmuster, die mega gut funktionieren. Yeah. Wo wirklich, ich kann da innerhalb von einer halben Stunde für jedes Problem quasi entweder eine Nummer oder ein Konzept oder was auch immer schreiben. Aber es ist, ich merke so, Schablone. Der Weg dorthin geht wirklich nach einer Schablone, wo man sich selber gar nicht bewusst ist. Und darum finde ich es irgendwie gerade recht geil, dass ich nicht darf so viel auftreten. Also wie es ist so, ich muss keine Ausrede suchen, zum absagen, gerade. Ja. Und ja, darum finde ich es eigentlich noch gut. Auf eine Art, aber halt langfristig ist halt schon scheiße. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo das ja, also ich meine, mit dir anfährt, in dem Fall. Ja. Ja, also ich freue mich eigentlich. Ja. Jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, schauen wir mal. Machen wir auch dort hat die Freiheit. Ja, wirklich, kriegen. Genau. Das Geile ist ja, dass wie aus so einer komplett unfreien Situation, wo du eingeschränkt wirst, plötzlich eine Freiheit entsteht. Und ich weiss, da bist du in einer also, es stimmt ja auch nicht, weil rein ökonomisch ist es einfach ich habe Familie. Yeah. Ich habe Familie und Kinder, die ich mich ernähren mit meinem Zeug. Das ist übrigens auch geil. Meine Tochter ist zwei und sie hat gesagt, ich kann arbeiten. Und dann sagt sie so an der Mama so, Papa, geh Seich machen. Also das ist jetzt ihren Ding, Papa macht Seich. So. Ist das die Jobbezeichnung? Das ist mein Beruf, ja. Papa macht Seich. Bei meinem Götti-Mädchen ist Witzli erzählen. Ja. Es geht etwa ins Gleiche. Musst du Götti wieder ein Witzli erzählen? Ja, genau. Hm.
Du hast schon etwas angetönt, aber zum ganz Abschluss, was machst du, um dich gut zu fühlen? Das ist im Fall eine mega schwierige Frage. Die habe ich mir auch fest gefragt, gestellt, die Frage während dem Lockdown. Ja. Es sind ganz, ganz seltsame Sachen. Jetzt kommt etwas. Spaghetti mit Ketchup, oder? Ja, nein. Also essensmässig, ich bin gar nicht in so einem Komfort in Essen. Nein, nicht wirklich. Aber etwas, was ich kürzlich herausgefunden habe, allein gehen posten, mit einer mega langen Einkaufsliste, keinen Stress haben und am liebsten in so Discounter aus Deutschland mit 4 Buchstaben. Ich kann ja nicht sagen. Aber einfach, weil das ist wie, es ist Freiheit für mich, weil dort innen niemand etwas von mir erwartet, außer dass ich Konsument bin. Ich muss aber auch ganz viel Zeit haben und ich bin nicht irgendwie in einem Laden, wo man früher vermutet, dass ich dort innen bin. Und in diesen Läden kommt eben noch etwas dazu. Ich kann mich deswegen so entspannen, weil es das ist jetzt mega, mega strange, aber das Grundbrummen in diesen Läden ist ein anderes Brummen als in den bekannten Schweizer Grossmärkten. Das Brummen ist viel beruhigender. Und wirklich, ich gehe dort rein und ich werde so relaxed, wenn ich dort rein kann rumlaufen und einfach meinen riesigen Einkaufswagen mit irgendwelchem Scheiß füllen. Und ich einfach, ich floate dort völlig umeinander. Das ist wirklich Wellness für mich. Ohne Scheiß. Darum meldest du dich ja nicht mehr, um einkaufen. Wie? Darum meldest du dich ja nicht mehr, um einkaufen, weil du das jetzt lieber allein machst. Oh, stimmt. Wir könnten immer zusammen posten, aber ich muss dann allein rumlaufen. Das heißt, wir fahren dann zusammen ins Parkhaus. Ja. Und dann ist es aber, für die nächsten 3 Stunden sieht man sich nicht. So. Das stimmt. Ich bin schon lange nicht mehr irgendwie auf Deutschland posten. Und du gehst einfach in die deutschen Discounter in der Schweiz. So. Ja. Also ich gehe auch sonst gerne posten, aber nur, wenn ich Zeit habe. Ja. Aber ich muss dann auch wirklich eine Liste haben mit Sachen, die ich wirklich brauche. Ich gehe nicht einfach nur zum, ich gehe jetzt mal schauen, sondern es muss wie eine Aufgabe haben, wo auch irgendwie, ich gehe jetzt für meine Familie essen kaufen. So. Und gleichzeitig habe ich aber viel Zeit. Also ich glaube, das ist ein mega gutes Rezept für sich erholen oder sich etwas Gutes tun. Dass wie, du hast wie einen gewissen Rahmen, wo du dich selber trainieren, restriktiv musst reintun. Also nicht komplette Freiheit. Ja. Und in dem Rahmen drin aber kannst du machen, was du willst. Ja. So. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich auf Amsterdam bin, um zu schreiben. Logischerweise gefunden, ich fliege nicht, sondern ich nehme den Zug. Und habe eben auch genug Zeit für das eingeplant. Ja, genau. Logischerweise, Hinweg 3 Stunden länger, Rückweg 2,5, was auch immer. Aber es ist dann völlig easy. Du bist zwar 12 Stunden unterwegs, mit noch der Maske, wo irgendwann da, ich würde die ganze Zeit ausgelachen, weil ich sage, es schneidet mir da in meine Krüppelohren rein, aber es macht es wirklich. Ja, glaube ich schon. Hast du mal, was für die hast? Es gibt ja die, wo so ein bisschen breitere Stoffdinger haben. Die sind zwar scheiße, wie sie im Arbeit haben, aber die dann wenigstens nicht. Ich will jetzt eine kaufen, wo du wirklich selber bindest mit zwei. Ah ja. Mit so 2 Bändeln, damit du dann quasi das Problem nicht mehr hast. Aber eben, dann ist es halt 3 Stunden länger. Mir ist übrigens etwas aufgefallen, etwas, was mega typisch ist für jetzt. Das ist auch so ein Zeichen dafür, dass, jetzt habe ich sie gerade nicht dabei, aber so der Moment, dass die Leute irgendwie gelernt haben, mit so einer Pandemie umzugehen, ist wie so, es ist so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen, man hat es mittlerweile normal. Also, zu dem Moment, dass wenn du offensichtlich bereits schon mal gebrauchte Maske nimmst, aber von dir selber. Und wie so, weißt du, so der T-Shirt-Moment, wo du am Morgen so nimmst und schnell dran schmeckst und findest, weißt du, ja, geht noch. Und du nimmst so die Maske und findest so, ja, geht noch. So, der Moment, der ist so 2020. Ja, es ist auch Handy, Schlüssel, Maske. Ja. Alles dabei. Ja, genau. Wo habe ich noch? Im Auto habe ich noch, okay. Man braucht überall. Jetzt kommen sicher auch bald irgendwelche Gadgets raus, aber du kannst einen Maskenhalter an deinem Handy oder so. Vielleicht gibt es jetzt so das neue Bauchtäschchen, wird jetzt so eine... Ein Maskentäschchen? Maskentäschchen. Ja. Stimmt, ich meine, eine Maske ist nichts anderes als ein Bauchtäschchen fürs Gesicht. Oh. Besser kann man nicht aufhören. Lies das Buch von Niklas Mayberg, ist wirklich cool. Wirklich, vielen herzlichen Dank, hast du da etwas und, danke. Mitgebracht. Wirklich. Ich
Liebe sind wir mit dir zu schwätzen. Schön. Und ich hoffe, wir machen es bald wieder. Mit oder ohne Mikrofon. Sehr gut. Aber wenn ohne, dann muss es so geil gewesen sein, dass man sagen, hätten wir es doch hätten wir es doch aufgenommen. Also. Alles Liebe. Bis bald. Schön. Peace.